In dieser Episode X-Files habe ich noch zwei heiße Tipps, wie Sie sich in einer Shell-Umgebung etwas Tipparbeit ersparen können. Das eine ist die Befehlshistorie und das andere ist die sogenannte Tab-Completion, die man auch Befehlszeilenergänzung oder Tab-Vervollständigung nennt. Dann fangen wir mit der Tab-Completion an. Und wenn Sie mir hier kurz zuschauen, dann sieht das irgendwie gleich so aus, als hätte ich das Video geschnitten, weil das Switchboard-Korpus sehr schnell geladen wurde. In Wirklichkeit habe ich nur die Tab-Completion verwendet und das geht so. Wenn ich zum Beispiel jetzt von hier aus das Frown-Korpus laden möchte und Frown mit FR beginnt, drücke die Tab-Taste, wird das automatisch vervollständigt, denn das Frown-Korpus ist das einzige Korpus, was mit FR beginnt. Und das gleiche hatte ich natürlich auch mit dem Switchboard-Korpus. Gebe SW ein, nur das Switchboard-Korpus beginnt so, drücke die Tab-Taste, das Programm weiß also genau, welches Korpus ich laden will, drücke die Enter-Taste und dann ist es geladen. Bei den Korpora, die mit B beginnen, sieht es natürlich etwas anders aus. Da haben wir mehr als eins und wenn ich jetzt ein B eingebe und die Tab-Taste drücke, dann gibt er mir zumindest die fünf Korpora zur Auswahl, die jetzt noch auswählbar sind. Und da sehen wir das BNC und BNC Baby. Beide mit BN beginnen, drücke ich jetzt die Tab-Taste, bekomme ich eine kleine Warnmeldung, aber immerhin vervollständigt er mir bis zum nächsten Punkt, wo das Programm sich nicht ganz sicher ist, welches Korpus Sie denn jetzt laden möchten. Das BNC, dann könnte ich jetzt Enter drücken oder ich gebe einen Bindestrich ein, die Tab-Taste, dann wird es so vervollständigt, weil BNC Bindestrich, das ist eindeutig das BNC Baby. Der andere Tipp ist die Befehlshistorie. Also angenommen, ich habe eine Abfrage, die heißt Fantastic und noch eine Fabulous und noch eine Lovely. Und ich merke jetzt, ich möchte eigentlich die Anfrage für Fantastic ein bisschen modifizieren. Dann kann ich das jetzt neu eingeben und so dann eingeben, wie ich es abfragen möchte. Ich kann aber auch die Befehlshistorie bemühen und die erreichen Sie mit den Pfeiltasten. Das heißt, wenn ich hier in der Befehlszeilenansicht bin und die Pfeiltaste nach oben drücke, dann komme ich zur letzten Abfrage, nämlich Lovely. Drücke ich das nochmal, komme ich zur vorletzten Abfrage, nämlich Fabulous. Und drücke ich dann nochmal, komme ich zu der Anfrage Fantastic, die ich möglicherweise jetzt modifizieren will. Und das wiederum kann ich tun, indem ich die Pfeiltaste nach links nehme, zu der Stelle, an der ich modifizieren will. Und angenommen, ich möchte jetzt Fantastically suchen, dann kann ich das hier so modifizieren, drücke die Enter-Taste und dann bekomme ich die Abfrage für Fantastically. Also diese Befehlshistorie ist besonders dann natürlich interessant, wenn wir besonders komplexe Abfragen haben, dass wir diese Strings nicht immer wieder neu eingeben müssen. Das heißt, Pfeiltaste hoch, geht einmal durch die Dinge, die Sie in der Befehlszeile eingegeben haben. Deshalb heißt es auch Befehlshistorie. Das heißt, probieren Sie doch jetzt einfach mal mit diesen Tools und mit den Elementen ein bisschen rum, die wir jetzt in dieser Folge kennengelernt haben. Und dann sehen wir uns in Folge 4 zum Thema Abfragen optimieren.